Ja, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Sorry, mein Telefon ist zu heiß geworden. Ich glaube, ich habe wohl ein paar zu viele Videos hochgeladen. Und jetzt mal weiter an Frau Lisa Jobt. Die spreche ich jetzt einfach mal so direkt an. Frau Lisa Jobt, meinen Sie das wirklich ernst, was Sie hier schreiben oder was Sie vom Herrn Schwanninger schreiben lassen haben? Mir wird hier ein genau, ein beendig Auszug aus der Satzung. Wie machen Sie darauf aufmerksam, dass der Hauptvorstand nach Ablauf dieser Frist ein Mitgliedsausschlussverfahren gegen Sie einleiten kann, auch wenn Sie keine Stellungnahme abgeben sollten? Mit freundlichen Grüßen, Lisa Jobt, geschäftsführende Präsidentin. Ja, endlich tut die Frau mal was. Ist ja toll. So, das ist meine Meinung und das darf ich auch sagen. Verstehen Sie das? Ich bin kein Arschkriecher und ich bin auch nicht irgendwie falsch. Das haben Sie vielleicht mittlerweile schon mal gemerkt, ja? Und ich finde das was Gutes. Das ist was Positives, weil ich mich nicht verstelle wie ein gewisser Herr. Sie wissen, wen ich meine. Ja, ich brauche jetzt den Namen einfach nicht mehr sagen, aber wir wissen ganz genau, wen ich meine. Und Frau Jobt, wären Sie in meiner Position, hätten Sie ein Bühnenstück geschrieben und das einer absolut eiskalten Generalintendantin angeboten. Und dann würden Sie mitkriegen, dass einer Ihrer Kolleginnen, Kollegen so eine falsche E-Mail schickt und dann sagt, ja, ich habe auch alle Ministerien schon informiert und dass der Herr Bellinghaus oder dass die Frau Jobt ganz, ganz falsch ist, ganz falsch liegt und wir stehen da nicht dahinter. Frau Jobt, ich habe Ihnen gesagt, ich habe das in dem Video gesagt, ich war letztes Jahr in Essen. Ich bin gewählt worden. Ich weiß nicht, was das für eine Verarsche sein soll, wenn ich da der Vertreter vom Herrn Luca Ponti bin, der sich noch nicht ein einziges Mal gemeldet hat. Das beweist, dass dieser Mann auch in seinem Amt komplett fehl am Platz ist, weil er noch nicht mal Danke gesagt hat, dass ich sein scheiß Amt da vertrete. Ja? Weil es ist lächerlich. Was tun Sie denn für Künstler? Das nennt sich Künstlerhilfe und ich tue wirklich was. Und ich werde hier in den Arsch getreten von Ihnen. Was soll das? Ist es wirklich irre? Wissen Sie, was eine Genossenschaft macht oder tun sollte? Das ist nicht da, um den persönlichen Lebenslauf aufzupäppeln, wie andere Leute, die ich jetzt schon genannt habe. Ja? Es ist dafür da, sich für andere Menschen einzusetzen. Schauen Sie sich das Video an, wo ich diese verzweifelte E-Mail vorlese von einer Schauspielerin, die von Münster abhauen musste mit ihrem Kind, weil sie sich das nicht mehr leisten konnte, weil sie rausgeflogen ist durch Frau Kost-Tollmein, die von dem Herrn Raphael Westermeier von A bis Z in Schutz genommen wurde, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, außer ihre ganzen Gründe beziehen sich auf meine Großeltern. Und das ist nämlich hier der Fall. Und das sage ich jedem Richter ins Gesicht. Die Freiheit spricht mich frei. Die Meinungsfreiheit und die Wahrheit. Es ist wahr, dass mir Herr Westermeier absichtlich ein Messer in den Rücken gestochen hat, damit ich hier wirklich wie ein Depp dastehe und ohne irgendwelche Hilfe von einer Genossenschaft, die es seit über 176 Jahren gibt und die sich wirklich auch mal ge gegründet und gebildet hat und nicht damit man irgendwie farbig Hochglanz Magazine veröffentlicht und jedes dritte Wort krass ist und dann in Englisch übersetzt und die Arme verschränkt auf dem Brustkorb und so tut, als würde man für neue, bessere Verträge sein und dann die Wirklichkeit, habe ich ja bewiesen, die sieht ganz anders aus. Und Sie können mir jetzt nicht meinen Mund verbieten. Was soll ich denn überhaupt in einer Genossenschaft, wenn ich Hilfe brauche und die wird mir nur versagt? Denken Sie mal drüber nach, ja? Sie kriegen von mir Antwort, wenn ich das schaffe. Ich habe nächste Woche noch einen Termin im Gericht gegen einen meiner Familienleiterangehörige, ja? Der mich hier bedroht hat. Das sind nämlich andere Verhältnisse. Und insofern lasse ich mich hier nicht unter Druck setzen bis zum 26. Sie wissen, ich habe hier so und so viel Pensum und das hat alles noch ein Nachspiel. Diese Sache, die Herr Westermeier gemacht hat, das ist erbarmens, also
Das ist so furchtbar, dass er den Oberbürgermeister von Münster angeschrieben hat und hat gesagt, nee, der Herr Bellinghaus ist nicht gewählt worden. Er ist der Lügner, nicht ich. Ich bin nämlich gewählt worden und ich war offiziell. Warum haben Sie dieses Amt dann geschaffen? Warum haben Sie das Amt angeboten? Kein Arsch wollte es nehmen. Ich habe es gemacht, weil ich gegen diesen Kerl angetreten bin. Und Frau Lisa Jobt, Sie wissen, dass ich absolut, absolut 100 Millionen Mal besser geeignet wäre als der neue Präsident der GdBA, als dieser Schmierer. Und das ist die Wahrheit. Er schmiert sich ein bei Leuten, die absolut andere Leute rausgeschmissen haben, vorsätzlich. Und das ist für mich ein Verräter. Tut mir leid. Das ist, in meinen Büchern steht das so. Also denken Sie nach, bevor Sie jetzt weitere Briefe und Drohungen, was weiß ich, es ist lächerlich. Ich bin hier das Opfer der GdBA und nicht die GdBA umgekehrt. Sie haben mich verarscht. Ganz übel und ganz böse. Und wir sagen es jetzt einfach beim Wort. Es ist wegen meiner Großeltern. Wegen meines Großvaters. Wegen meiner Großmutter. Und das wissen Sie. Und das wissen Sie. Sie sind nur viel zu ängstlich, um das zuzugeben. Genau wie eine Carola von Seckendorf, die wahrscheinlich hier auch mitgemischt hat. Das ist meine Meinung und die Meinung darf ich haben. Ja? Die hat mir nämlich auch mit ihrem Anwalt schon gedroht. Also, wo sind wir denn hier eigentlich? Sind wir jetzt schon hier in China oder im Staatszirkus von China, der hier immer im Landgericht auftreten darf? Ich weiß, Sie unterstützen das. Weil wissen Sie was? Sie haben keine Ideale mehr. Das ist für mich das auch, das, so kommt mir das vor. So kommt mir das wirklich vor. Ich habe Sie auch noch gewählt, ich Idiot.